Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch ein bisschen verschlafen und habe mich jetzt schon in mein Sportoutfit gerichtet. Genau, danke. Kaya geht es auch schon ein bisschen besser. Die war jetzt krank die letzten zwei Tage. Fandest du nicht? Nein. Doch, sie war krank. Am ersten Tag hatte sie ein bisschen Fieber und am zweiten Tag hat sie Husten gehabt. Mama, darf ich heute die Flasche mitnehmen? Ich bereite gerade meine Erbflasche vor, denn wir gehen heute Morgen Paddel spielen. Und ich bin mal gespannt, weil es ist wirklich sehr, sehr heiß. Das heißt, ich werde die kleine Maus erstmal wegbringen in den Kindergarten und dann. Also, Erb kann ich euch wirklich nur so ans Herz legen. Ich und die Kinder verwenden die Flaschen so gerne. Ich liebe die Pots. Ich habe einfach immer etwas Abwechslung. Ich habe jetzt noch keinen Pot dran gemacht. Heute kommt Lavender Lemonade drauf. Mit Erb fällt es mir echt sehr, sehr einfach, Wasser zu trinken und vor allem viel Wasser zu trinken. Und gerade wenn wir Sport machen, dann noch ein bisschen mehr. Jetzt. Also, ich dachte, ich muss rummachen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich frühstücke. Ich habe jetzt mal Frühstück gemacht. Ich frühstücke voll gerne einfach Joghurt mit Früchten. Das ist einfach so mein Comfort Food, wo ich so weiß, das schmeckt geil. Ich fühle mich danach nicht schlecht. Dann mache ich meistens immer noch so Proteinpulver rein. Das gibt noch ein bisschen mehr Süße und gibt meistens noch ein bisschen mehr Textur. Eigentlich bei Skyr brauche ich das jetzt nicht. Aber wenn ich so normalen Joghurt esse, dann mache ich da noch so Proteinpulver rein. Heute holen wir die letzten zwei Filipinos ab vom Flughafen und dann sind wir alle vollzählig. Alle Geschwister von meiner Mom sind einfach hier in Deutschland. Das ist so krass. Hätte nie jemand irgendwie ansatzweise gedacht. Plus halt Oma. Wäre Opa jetzt noch dabei gewesen, dann wäre die ganze Familie da. Das wäre krass. Aber es haben auch viele gefragt, warum ist unser Opa nicht dabei? Ehrlich gesagt, habe ich das auch gefragt. Zwei alte Leute, ne? Wir mussten uns entscheiden. Wir können nicht beide alte Leute hierher fliegen, weil erstens teuer, weil man muss ja auch vorher eine Versicherung und sowas abschließen. Zweitens, ja, jemand muss auch auf die alten Leute aufpassen. Und ich habe das Gefühl, hier in Deutschland sind die irgendwie gefühlt älter als auf den Philippinen. Aber auf den Philippinen haben die da so ihr selbstständiges Leben, sag ich mal, und bewegen sich ja nicht viel. Und hier gehen wir ja oft irgendwo weg, reisen irgendwo hin, fahren mal längere Autofahrten. Und gestern zum Beispiel sind die ganzen Filipinos von Holland zurückgekommen. Die haben Verwandtschaft in Holland besucht. Und wisst ihr, welche Verwandtschaft es ist? Und also die unseren Podcast gehört haben. Was soll ich sagen? Ja, und auf dem Hinweg hat unsere Oma halt irgendwie vergessen, ja, Bescheid zu sagen, dass sie halt auf Toilette muss. Und deswegen muss sie ab jetzt Windeln tragen. Ja, ich glaube schon, dass sie halt so Altersdemenz hat. Man sie nämlich darauf anspricht, als sie so, ja, keine Ahnung, also, weiß ich, warum ich mir nicht Bescheid gegeben habe. Und deswegen müssen wir uns entscheiden. Eine alte Person, und da unser Opa vor zwei Jahren da war, wurde es jetzt Oma, obwohl Opa die ganze Zeit gesagt hat, ihr macht einen Fehler, Oma nach Deutschland zu holen. Der war richtig dagegen. Colorful eyes, I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine, I play the memory song. Ja. Ich bin ein echtes Prostitut. Ja, da kichern sie, da kichern sie. Ja, unsere Femme war die letzten Tage oder dieses Wochenende
In Amsterdam, da haben sie wirklich alles gemacht, glaube ich. Also sie sind halt durch die Stadt gelaufen und dann auch dementsprechend abends im Rotlichtmilieu unterwegs gewesen. Und ich glaube, Oma ist geschädigt für ihr Leben. Also das ist ja schon eine Touristenattraktion. Also ich meine, wir sind ja auch als Tourist dort durchgelaufen. Beim Rotlichtviertel ist es so, dass die ganzen Frauen in den Schaufenstern stehen oder an den Fenstern stehen, halt leicht bekleidet. Und dementsprechend, also da kann man dann natürlich auch Dinge buchen. Aber ich glaube, die meisten, die dort durchlaufen, laufen einfach nur wegen Gaffen aus. Gastgründen. Ja, so wie wir auch. Und für Oma oder generell, ihr müsst euch vorstellen, unsere Familie, die sind ja schon sehr prüde auch. Für die war das schon eine Experience. Ich habe dann auch gesagt, hey, wart ihr nicht in der Sexshow? Und unsere Tante war so, ja doch, ich wollte unbedingt gehen, aber keiner wollte mit mir mit. Lili, bauen wir mal ein Picture und ein Video. Kamera. Ich habe mich jetzt ready gemacht. Ich habe nämlich gleich ein Shooting im Studio für eine richtig coole Sache, die auch dieses Jahr noch rauskommen wird. Ich habe nämlich was richtig Cooles designt. Und ich freue mich schon so, so sehr drauf, weil das Ergebnis ist echt mega, mega nice geworden. Und heute haben wir quasi das Shooting für die Produkte, für die Webseite. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich Eliana abholen. Heute haben wir auch unser Abschlussgespräch im Kindergarten. Das ist so krass, weil Eliana ja ab dieses Jahr im September zur Schule geht oder halt eingeschult wird. Und deswegen ist diese Woche ihre letzte Kindergartenwoche, weil dann sind Sommerferien und dann wird sie einfach nie wieder in den Kindergarten gehen. Das ist so crazy. Und sie hat auch schon richtig geweint deswegen. Also sie war wirklich sehr, sehr emotional bei der Verabschiedung, weil die hatten auch schon symbolisch einen Kindergartenrausschmiss. Und da hat sie dann auch ihren Ordner bekommen und mit allen Erinnerungen, allen Bildern vom Kindergarten. Das war echt mega, mega schön. Und wir haben uns zu Hause mal angeschaut und dann hat sie auch die ein oder andere Träne vergossen. Es ist schon eine sehr emotionale und intensive Zeit für sie gewesen. Deswegen geht sie auf jeden Fall mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden Auge quasi ins Schuljahr. Und heute haben wir das Abschlussgespräch. Da bin ich mal gespannt, was sie dann noch alles sagt, also ihre Bezugserzieherin. Wir sind jetzt am Frankfurter Flughafen angekommen, weil wir holen unseren Onkel ab und unsere Tante. Die müssen eigentlich jederzeit rauskommen. Die müssen eigentlich pünktlich da, also um 14.30 Uhr sind die gelandet. Lorena ist auch dabei, gell? Sag dir hallo. So, hier müssen wir jetzt warten, Lorena. Und dann kommt da gleich Onkel Bung Bung raus. Sagst du dann hallo, Onkel Bung Bung? Sagst du Onkel Bung Bung dann hallo? Und Tante Annalen? Sagst du denen hallo? Ja, würde ich sagen, oder? Ja. Okay. Wir sind jetzt hier im Soul Art Studio von Johanna. Und wir werden jetzt hier was richtig Cooles shooten, was ich euch noch nicht zeigen kann. Die Produkte sind nämlich da unten. Und ja. So, wir warten jetzt. Es war auch ein bisschen klar, dass die ein bisschen länger Dauer brauchen. Weil die kennen sich ja noch nicht so aus. Es ist auch voll krass, es hat alles gut geklappt. Obwohl die ja noch nie geflogen sind. Also noch nie quasi. Also die sind zwar inlands geflogen, aber noch nie aus den Philippinen raus. Und die war einmal nur zu zweit alleine. Aber eigentlich kann da auch nichts schief gehen. Ah ja, da kommen schon die Stewardessen raus. Und die sind immer noch nicht draußen. Hey! Guck mal, wer da ist! Hello, ¿cómo están bien? Ich hab gerade guck mal, sagst du hallo? Nein, guck mal, du musst so machen. Da, deine Stirn. Scheibe. Wir haben jetzt fertig geshootet und gehen jetzt noch schnell was essen. Weil ja, Kat ist noch unterwegs. Die ist noch nach Frankfurt, um die anderen abzuholen. Und dann fahre ich ja wieder nach Hause und dann müssten die auch schon wieder ankommen. Bettwäsche ist gewechselt
Und zwar liebe ich es einfach, weiße Bettwäsche zu haben. Also mit weißer Bettwäsche fühle ich mich wirklich am wohlsten. Und ich würde es auch am liebsten jedes Mal hin machen. Aber wenn es in der Wäsche ist, dann muss ich immer zwischendurch was anderes nehmen. Ich muss auch sagen, ich habe sehr viel weiße Bettwäsche. Aber ich finde, damit hat man einfach so ein richtig schönes, sauberes Gefühl. Man fühlt sich auch so ein bisschen wie in einem Hotel. Und für dieses Bett hier brauche ich noch weiße Bettwäsche, weil ich habe für die kleinen Decken, die wir haben, habe ich keine weiße Bettwäsche. Und mich triggert es dann immer so, wenn das nicht matcht. Oh, ja. Das war, Leute, richtig süß. Und zwar haben wir zur Hochzeit von Julis Trauzeugen eine italienische Nacht bekommen, beziehungsweise Utensilien für einen italienischen Abend. Hier ist Pasta dabei, dann ist hier zum Beispiel so Trüffelsoße für die Pasta, dann Schokolade so als Snack, dann so ein bisschen Antipasti, italienisches Bier, Saft, dann auch so Cracker und was ist hier? Boah, das ist ja crazy. Das sind Oliven? Wow. Ich glaube, ich habe noch nie so riesen Oliven gesehen. Und ich muss sagen, ich finde das echt eine sehr, sehr süße Geschenkidee. Also hier in dem Korb sind quasi alle Utensilien oder alle Zutaten drin für einen perfekten italienischen Abend. Und die haben sich halt, und das ist irgendwie voll die schöne Geste, weil wir in Italien heiraten und wir lieben italienisches Essen. Und wir sind zwar jetzt noch nicht dazu gekommen, das zu machen, aber es wollen wir auf jeden Fall noch nachholen. Und vor allem, da waren noch viel mehr Sachen drin. Also da waren noch Trüffelchips drin und so Trüffelkekse. Oder generell dann auch so italienische Kekse. Wir haben die einfach schon so einfach gegessen, beziehungsweise Eliana. Welcome to Germany! Hello! Hello, Ibu ngerti orang itu apa? So typisch. Unsere Tante und unser Onkel, die haben eigentlich nur Mitbringsel von den Philippinen dabei. So, und die haben sich einen großen Koffer geteilt. Cheese Rings! Ach, die kennen uns einfach. Die wissen, Cheese Rings sind bestehe. Wir haben jetzt Pizza bestellt. Das ist irgendwie so komisch, jetzt alle hier bei uns zu sehen. So, eigentlich sind es immer die Leute, die immer bei uns, also auf den Philippinen chillen, weißt du, was ich meine? Also man fühlt sich jetzt gerade auch wie auf den Philippinen, oder sie halt in Deutschland sind. Ja. Meistens so dieselben Personen, die so miteinander chillen. Fehlt nur Opa. Fehlt nur noch Opa, das ist echt der Einzige. Ich finde, je mehr Leute hierher kommen, desto mehr fehlt er. Ja, das stimmt. Der Arme, der ist so richtig so, was hat er kommentiert? Irgendwie so, und der König von der Familie ist nicht dabei. Irgendwie so, was hat er gemacht? Ja, das, ich glaube, da wird mir das noch richtig lange nachsagen. Nein! Aber der ist halt alt, weil ich das soll man machen. Muss man machen, die Versicherung war zu teuer. Nee, du wirst es gar nicht hören, sondern Oma wird es lange hören. So, dich haben die eingeschrieben, die da mit dem Rollstuhl rumfährt. Ja. Ich konnte noch laufen. Ja, aber er war dafür 2022. Ja, und da konnte er aber, muss man sagen, ist er gelaufen fleißig, außer bei Europa-Park. Ja, das war auch anstrengend. Ich habe jetzt die Kinder ins Bett gebracht. Das war heute eine kleine Herausforderung. Und ich habe euch noch gar nicht erzählt, wie das Kindergartengespräch war. Man merkt einfach, dass, dass bei Eliana gerade eine Veränderung stattfindet. Weil dadurch, dass sie jetzt bald in die Schule geht und so, das macht schon was mit ihr. Also da sind ganz viele Gefühle und auch Gedanken. Und das hatten wir heute auch beim Kindergartenabschlussgespräch. Sie hat sich einfach so krass entwickelt und sie ist auf jeden Fall bereit für die Schule, also rein von ihrem Kopf her und auch von ihren Fähigkeiten. Und deswegen bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie dort wird. Leute, ich finde es so krass, gell? Ich habe meine Haare heute nicht gewaschen, aber die sehen so frisch aus. Und das alles nur dank diesem Produkt. Ich habe nämlich die letzten 3 Tage Sleek Look gehabt und habe auch so ein Styling Cream in die Haare gemacht, was die Haare eigentlich fettig werden lässt.
Und dadurch, dass wir heute ein Shooting hatten und ich keine Zeit hatte, meine Haare zu waschen, habe ich einfach dieses Trockenshampoo Schaum in die Haare gegeben. Und Leute, was ist das denn? Also erstmal habe ich richtig schönes so Volumen und auch, wie soll ich das sagen, es ist so griffig, was ich sehr nice finde eigentlich. Und meine Haare sehen einfach so fresh aus. Ich hätte wirklich ein Vorher-Nachher machen sollen. Ich bin richtig begeistert, weil ich habe einfach diesen Schaum in die Haare gegeben und dann meine Haare neu geföhnt. Also so richtig, dann mit der Rundbürste und vom Ansatz an. Und meine Haare sehen so gut aus. Das ist richtig geil. Ja, frisches Haar ohne Rückstände. Ich wollte jetzt nur ganz schnell Tschüss sagen, weil die Kamera gleich den Geist aufgibt. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!